Ein Hackentrick im tiefen Morast, vermutlich nichts für Neymar oder Messi, aber für die Könner des Schlammfußballs. In Schottland trafen sich diese Tage die rastlosen Morastkicker mit 20 Teams aus vieler Herren Länder zu ihrem jährlichen Weltcup-Turnier. Hier an der Westküste bei Blaymore ist der Boden ohnehin ganz schön matschig, aber mit etwas Hilfe von naheliegendem weiteren Wasser wurde es richtig rutschig, wie Organisator Stuart Miller erklärt. I promote it as a very fun. Ich unterstütze das als ein sehr lustiges, ungewöhnliches Erlebnis. Es erlaubt Erwachsenen wieder Kind zu sein, einfach herumrennen und im Schlamm zu spielen. Es wird viel gelacht hier, eine wirkliche Freude. Um sich aber im Dreck nicht völlig zu verlieren, gilt es, einige praktische Hinweise durchaus zu beachten. Die beste Taktik ist, den Ball in der Luft zu halten. Die cleveren Teams machen das auch, aber das erfordert viel Können und Stehvermögen. Das Match mit dem Matsch stammt aus Finnland. Am Start sind dabei männliche und gemischte Teams. 6 Spieler stehen oder liegen im Schlamm. Ein Spiel dauert 24 Minuten. Gut, dass dabei unbegrenzt ausgewechselt werden kann. Es ist sehr, sehr hart. Vor allem auf diesem Acker hier, der ist noch etwas feuchter als der andere. Den Ball zu treffen und auch alles andere ist schwierig. Du musst innerlich stark sein, um vorwärts zu kommen. Ich habe eine Art Kniebeugenprogramm gemacht und das war gut. Es hat mich fit gemacht. Das Finale der Männer gewann das Team AK aus Schottland gegen Deportivo Mangel an Talent in einem Schlamassel, das ich am Ende doch ganz schön gewaschen hatte.